Heute, vor genau 2 Jahren, zog ein Tornado quer durch Sachsen und hinterließ eine 100 Kilometer lange Schneise der Zerstörung. Ein Mensch starb, es gab 50 Verletzte. Besonders schlimm traf es Großenhain. Dort wurde heute ein Denkmal eingeweiht. 1,5 Kubikmeter Sturm heißt es und hat seinen Platz im Großenhainer Stadtpark gefunden. Ein Glasquader gefüllt mit Müll und Hagelkörnern als Symbole für das Chaos im Wirbelsturm. Ein besonderer Hingucker, der Müll inszeniert Schatten auf dem Boden und der erinnert dann an das Tornado-Datum, den 24. Mai 2010. In Großenhain erinnert jetzt ein Denkmal an den verheerenden Tornado vor 2 Jahren. Der Sturm hatte in Sachsen am Pfingstmontag 2010 auf einer Länge von 100 Kilometern eine Schneise der Verwüstung hinterlassen. Ein Mensch kam ums Leben. Das Denkmal wurde von dem Meißner Künstler Matthias Lehmann geschaffen.